Na, was geht ab, alles klar, MBH? Willkommen zu einem neuen Video. Hogwarts Legacy. Muss ich das mit einreihen? Und zwar geht es um die Twitch-Drops. Ich selber habe zum Beispiel Probleme, die Twitch-Drops einzulösen, beziehungsweise wusste nie, wie das so richtig geht. Manche haben schon ein Video dazu gemacht, andere wiederum nie. Oder andere wissen es halt auch nie, wie es geht. Deswegen hier mal ein kleines Tutorial von meiner Seite her. Wie wir sehen, wir haben jetzt gerade den Avalanche-Software-Stream offen, wo es den Merlin-Mantel gibt. Leider heute der letzte Stream, wo man den bekommt, soweit ich weiß, soweit ich es so bei anderen gesehen habe. Heute ist der 10.2., wo wir das aufnehmen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wenn ihr jetzt zugeguckt habt, wie gesagt, bei Avalanche Software oder bei anderen Streamern, die Drops aktiviert haben, wie jetzt bei Metagi und viele andere, müsst ihr dann ganz normal ins Inventar gehen, meistens dann hier oben über die kleine Benachrichtigungsbox, wo ihr dann euer Zeug einsammeln könnt. Wie gesagt, hier ist der Merlin's Cloak Drop, dann wie gesagt noch die anderen, die meisten werden es ja dann eh schon haben. Und wie gesagt, sobald ihr das habt, nie einfach ins Spiel reingehen, wie sonst. Ihr müsst vorne weg auf die Hogwarts Legacy Seite, wie wir hier sehen, und dann müsst ihr oben auf Twitch Drops und dann kommt ihr zu der Seite. Und hier müsst ihr euch anmelden, verbindet Twitch-Konto mit einem Warner Bros. Games-Konto, bla bla bla, wie man es kennt. Schalte ein und genieße Hogwarts Legacy live auf Twitch. Das wäre jetzt zum Beispiel Avalanche oder Metagi. Und falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, das ist mein Pflegehund, sorry dafür. Öffne dein Twitch-Inventar, um deinen Fortschritt anzuzeigen und deine Drops abzuholen. Wäre in dem Fall, wir klicken drauf, die Seite. Das haben wir aber im ersten Schritt schon abgehakt. Dann habt ihr hier eingelöst, zugeschaut 30 Minuten, 6 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten. Bei mir in dem Fall bei Metagi gemacht. Wie gesagt, müsst ihr gucken, welcher Streamer Drops aktiviert hat und bei wem die Drops so kommen. Ich hatte selber jetzt im Stream Drops aktiviert, aber bei mir gab es keine zu holen. Ist dann eher mehr für die größeren Streamer, aber was soll's. Und hier müsst ihr das dann einlösen. Hier zum Beispiel, das ist jetzt von Avalanche, exklusive Bonusbelohnung, den Merlin-Mantel, gerade eingelöst. Und dann müsst ihr ganz normal in Hogwarts Legacy rein und dann habt ihr den, beziehungsweise eure Drops. Ich hoffe, dass da noch mehr Drops kommen, irgendwann. Vielleicht, wenn die einen DLC ankündigen, wenn die irgendwas Neues bringen mit einem Patch oder wie jetzt bei Warframe, dass jeden Monat mal was anderes reinkommt. Wir lassen uns überraschen. Aber wie gesagt, das soll es schon gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ein bisschen verwirrend das Ganze. Aber ich hoffe, ihr kriegt das jetzt hin mit dem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Schaut gerne die anderen Hogwarts Legacy Videos an oder generell die Videos auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin. Ciao, ciao.